Ich begrüße euch, Freunde, zu den Raw Life Reactions und ich werde jetzt nicht jede Woche Raw Life Reactions machen, aber heute ist wegen Daniel Bryan mal ein spezieller Anlass dazu. Ich bin ziemlich gespannt jetzt auf Raw, gerade deswegen, wegen Daniel Bryan. Ist ein ganz cooler Main Event, muss man sagen, aber ist heute echt nicht wirklich wichtig. Die werden sich doch eh prügeln. Ey, der wird von den Fans geschiert, also finde ich nicht schlecht, ich mag ja Reigns. Aber der Mann, der hinter der ganzen Scheiße steht, Wins, der ist schon so ein richtiger Hurensohn. Die Nemrosa sieht sich auch so ein bisschen aus wie so eine Bulldogge. Und Lesnar wirft den Tisch auf beide. Oh. Jetzt geht's hier richtig los, Mann. Holy shit, Alter. Mit der Musik auch noch. Cannonball. Oh shit. Lol, mit den Seilen durch eine Heal-Aktion. Ja, why not?
Was war das denn für ein schlechter Spear, Mann? Alter, war der scheiße. Da war sogar Caitlyn Spear besser. Wie unvorhersehbar. Wir machen die nochmal einen Einzug machen darf. Na okay, gehört bei SmackDown durfte er erst. Gegen AJ. Miss TV. Let's change it up a bit. Welcome to a special edition of Miss TV. WWE Hey, it's put the old old-fashioned highlight reel. Hey, it's hashtag highlight reel. Can't change talk shows. Talk show makeover. What CM Punk ist der Beste der Welt und da ist AJ Styles. Holy shit. Sie müssen einfach so ein Nebendarsteller. Ja, da hat Rabbit auch keine Chance gehabt in dem Match. Da hätte mich schon gewundert, wenn er das gewonnen hätte. Und gestört hätte es mich auch. Es kommt Goldberg und Safety vor den Wyatts, passt auf. Geht doch. Oh shit. Und F5. Low blow. Und damit gewinnt die League of Nations dieses Tag Team Match. Die Bahn. Get the tables. Und 3D, 3D, 3D. Big E wollte runter und merkt dann erst, dass er den 3D noch kassieren muss. Botchamania 3D. Wie soll ich noch so nachschreien? 3D, Big E, 3D. LOL.
Heel-Turn von den Dudleys. LOL. Ey, das ist ja echt mal ganz cool. Also, ja. Heel-Turn. 3D. Alter. Yes. 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 Tut mir leid, ich muss das einfach mitmachen. Lacht mich aus, es juckt mich ein Scheißdreck. Das wird sau schwer. Boah, sehe ich aus wie Lauch, ey, gerade mit den Tränen in den Augen. Just now, I was able to close my eyes and feel that, like, literally feel it in a way that I've never gotten to feel it before, because when we're here, we always have to keep our eyes open. The truth is, I've been wrestling since I was 18 years old. And within the first 5 months of my wrestling career, I'd already had 3 concussions. And for years after that, I would get a concussion here and there, or here or there. And then it gets to the point when you've been wrestling for 16 years that that adds up to a lot of concussions. That's what Bree says all the time. That was she said, ey. Oh man. Ich liebe den Typen, ey. Because I have gotten to do what I love for nearly 16 years. Let me tell you a few of the things that I love. Okay, let me tell you a few of the things that I love. Nobody outside this arena or this city cares about this, but I love the Seahawks. I have gotten to
children that are stronger than I ever thought anybody could be, like Connor. And she completes me in a way that I didn't even think was possible. And that's because of wrestling. I am grateful. I am grateful because I get to come out here in front of what I feel is my hometown fans. I get to announce my retirement in front of a bunch of people who love me, right? That special moment that I had with my dad, I get to share this moment with my mom. With my sister. With my family. With my friends. I get to share that with them. I get to share it with you. I get to share it with my wife in the back. I get to share it with all these wonderful human beings that I have spent the last 15 years of my life with. I am grateful. Now, tomorrow morning, I start a new life. A life where I am no longer a wrestler. But that is tomorrow, and that is not tonight. And by damn, I have one more night to feel this energy and to feel this crowd. So if I could just get one last yes chant, I would really appreciate it. Jo, das war's dann von Raw, den Live-Reaction. Leute, ihr seht schon, ich bin vollkommen fertig mit den Nerven. Ich hab's nicht geschafft, nicht zu weinen, aber ist halt so, ich habe kein Problem damit, das zu zeigen. Und ja, wir sehen uns dann bei den Fastlane Live-Reactions. Ciao.